Wickschweißen wie die absoluten Profis und das Ganze mit einem günstigen Schweißgerät von Parkside. Davon träumen viele, die sich so ein Parkside Multipuls-Schweißgerät kaufen. Denn wenn man der Werbung vertraut, dann kann dieses Gerät auch Wickschweißen. Wickschweißen, dieses unglaublich saubere Schweißverfahren mit diesen schönen filigranen Nähten. Wenn man das Gerät dann auspackt, dann stellt man relativ schnell fest, alles an Zubehör ist nicht enthalten zum Wickschweißen. Man braucht also noch ein extra Schlauchpaket. Man braucht noch extra Schutzgas. Viele kaufen sich dann das völlig Falsche, haben eine völlig falsche Erwartung an dieses Gerät. Folge ist dann Frustration, man ist genervt, man ist verärgert. Das muss natürlich nicht sein. Wir gucken uns im Detail an, was man noch für dieses Gerät braucht, um damit Wick zu schweißen. Ich zeige euch genau, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und ich kann euch versprechen, am Ende des Tages, wenn man alles richtig macht, sind viele Sachen doch mit diesem Gerät möglich. Und die Ergebnisse müssen alles andere als schlecht sein. Ganz grundsätzlich muss man jetzt sagen, es ist im Prinzip ein Mic-Mac-Schweißgerät, also ein klassisches Schutzgas-Schweißgerät. Hat eine Elektrodenschweißfunktion und eine Wick-Schweißfunktion. Wie nimmt man die in Betrieb? Ist im Prinzip ganz einfach. Man drückt hier zweimal auf den Taster. Jetzt kann man hier auswählen, welches Verfahren man nutzen möchte. Und da gibt es auch das Wick-Schweißverfahren. Und jetzt kann ich hier neben ein, zwei kleinen anderen Einstellungen, im Prinzip nur die Leistung einstellen. Und das war's. Ich kann hier bis auf 20 Ampere runtergehen und kann bis auf 200 Ampere hochgehen. Was dieses Gerät jetzt nicht hat, ist eine sogenannte Hochfrequenzzündung, dass man also kontaktlos zünden kann. Wir müssen jetzt hier mit Kontakt zünden, müssen also unsere Nadel anstreichen. Ähnlich wie das beim Elektrodenschweißen ist, müssen also mit Kontakt zünden. Jetzt haben wir hier an diesem Gerät den sogenannten Euro-Zentralanschluss. Der ist dafür da, um das MAC-Schlauchpaket, das MIG-MAC-Schlauchpaket anzuschließen. Und dafür gibt es auch spezielle Schlauchpakete, mit denen man Wick schweißen kann. So ein Schlauchpaket sieht jetzt so aus. Wir haben hier den Euro-Zentralanschluss. Hier wird kein Draht durchgefördert. Hier wird aber das Schutzgas durchgefördert. Und wir haben die beiden Kontakte. Das heißt, wir können hiermit das Gerät einfach starten, können dann, dass das Gas fließt, können mit Kontakt zünden, können schweißen und am Ende des Tages lässt man den Taster los und der Prozess fährt langsam runter. Das können wir hier gerne mal anschließen, dann wird man aber feststellen, es funktioniert nicht. Das Gerät steuert sowas nicht an und das ist wirklich extrem ärgerlich. Viele kaufen sich so ein Schlauchpaket, stellen dann fest, es funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen ein anderes Schlauchpaket, das viel einfacher, viel simpler ist. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn solche Geräte sowas unterstützen. Die normalen Hersteller machen sowas nicht, weil sie sagen, wir verkaufen auch Wick-Schweißgeräte. Das funktioniert dann wirklich so gut mit diesen Geräten. Dann kauft sich keiner mehr unsere Wick-Schweißgeräte. Man könnte da auch verschiedene Funktionen einprogrammieren. Dadurch wird so ein Gerät nicht einen Cent teurer. Das wäre einfach, dass man hier bei so einem Gerät einen Nachmittag einen Programmierer ransetzt und der hat das dann da integriert und dann könnte man sogar noch ohne Ende von diesen Schlauchpaketen verkaufen. Rede ich mir seit Jahren den Mund fusselig, macht keiner, besonders Parkside macht es nicht. Also man sieht, das ist jetzt im Wick-Modus, man kann hier drauf drücken, passiert nichts. Und sämtliche Mic-Mac-Modusse habe ich alle ausprobiert, funktionieren leider alle nicht. Wenn ich da zünde mit, ist es sogar so, dass mir sofort hier die Sicherung rausfliegt. Habe ich sonst hier an der Steckdose in der Werkstatt nie Probleme mit. Irgendwas stimmt dann überhaupt nicht. Und ich habe es auch schon mal geschafft, dass ich ein Stück schweißen konnte. Das ist aber wirklich 2-3 mm. Dann merkte der Prozess hier, es stimmt was nicht und schaltet das Gerät auch ab. Das sind halt Geräte, die mitdenken mittlerweile. Und das Mitdenken hat natürlich auch diverse Nachteile. Also wie gesagt, das wäre schön, wenn sowas einprogrammiert ist. Es ist leider nicht. Darum müssen wir dieses LiftArc-Schlauchpaket nutzen. So ein Schlauchpaket ist jetzt sehr einfach vom Anschluss her. Ich habe hier so einen langen Gasschlauch, der geht zu meiner Schutzgasflasche. Ich habe hier einen Schlauch dran, da habe ich es einfach eingesteckt. Ich habe es also mit einer Schnellkupplung gelöst. Jetzt habe ich hier einen sogenannten Dinsestecker. Darauf muss man achten. Das heißt, das Gerät hat sogenannte 13er Dinse. Darauf muss man achten, wenn man sich sowas kauft. Ich verlinke hier natürlich ein Schlauchpaket unter dem Video, das einen 13er Dinsestecker hat. Und dann kommt dieser 13er Dinsestecker in den Minuspol. Das heißt, das rechts hier ist der Pluspol.
ist auch da beschriftet. Das rechts hier ist der Pluspol, daran ist die Masse und das Wickschlauchpaket ist am Minuspol. Ganz einfach aus dem Grund, und jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn ich jetzt mit der Elektrode hier irgendwas berühre, dann zündet das sofort. Ganz einfach, die Elektrode kann den heißeren Pluspol nicht ab. Wenn man am Pluspol ist, dann würde man einmal anfangen zu schweißen, dann hätte man gleich ein Problem und die Elektrode wäre sofort verbrannt. Also ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Das heißt, Schlauchpaket an Minuspol, dann das Schlauchpaket an Argon anschließen. Das ist reines Argon. Reinheitsgrad 4.6, 4.8 reicht vollkommen aus. Die meisten haben also im Baumarkt 4.6. Zu den Flaschen ist es so, ich habe hier von Air Liquid eine Mietflasche, die kann man mieten. Die hat den sogenannten Druckminderer oben gleich mit integriert. Kann ich hier unter auch gerne verlinken, wen das interessiert. Es gibt ansonsten diese standardmäßigen Baumarktflaschen. Das sind 10 Liter Flaschen bzw. 20 Liter Flaschen, die kauft man in der Regel und man kauft sich zusätzlich so einen Druckminderer. Dieser Druckminderer hat dann hier einen Anschluss und da passen diese Schlauchpakete wieder ran oder diese Gasanschlüsse von den Schlauchpaketen. Ja. Und dann hat man im Prinzip das Schlauchpaket angeschlossen, hat alles gerüstet und dann können wir anfangen mit dem Wickschweißen. Es gäbe auch noch solche Einwegflaschen, das wäre so die dritte Möglichkeit, hat man aber eine sehr kurze Schweißzeit. Das heißt, mit so einer Flasche hier, das sind schon die besseren Flaschen, die hat 2,2 Liter, hat 100 Bar. Da kann man dann ungefähr 22 Minuten mit schweißen. Wenn man das Ganze angeschlossen hat, dann zischt schon mal ein bisschen was raus. Also am Ende des Tages werden es wahrscheinlich 18, 20 Minuten sein. Ist so eine Sache, wird für manche Anwendungen vielleicht ausreichen, aber wenn man anfängt, sowas zu lernen, dann ist man relativ schnell dabei und dann ist so eine Flasche natürlich unglaublich schnell leer. Sollte man sich also wirklich immer überlegen, ob sich so eine Flasche dann wirklich lohnt, weil ganz günstig sind die auch nicht. Man braucht hier auch einen Druckminderer. Gibt es aber auch extra Videos von mir zu, kann man sich dann da auch informieren. Das Wickschweißen, damit ist jetzt eigentlich sehr einfach erklärt. Ich drehe als erstes das Schutzgas auf. Ich habe mein Schweißgerät jetzt bewusst ausgemacht, damit ich euch das als Trockenübung mal zeigen kann. Das heißt, erst Gas aufdrehen, Gas natürlich auflassen. Dann lege ich immer gerne die Keramik auf. Jetzt habe ich nicht eine kontaktlose Zündung, sondern ich muss mit Kontakt zünden. Ich stupse also mein Blech kurz so an, muss das vielleicht auch mal so ein bisschen ruppiger wieder abreißen. Dann habe ich einen Lichtbogen, dann kann ich schweißen. Wir haben jetzt erstmal Schweißen ohne Zusatz, um das einfach zu zeigen. Am Ende, wenn ich den Prozess beendet habe, dann ziehe ich einfach meinen Brenner ab. Ziehe den Brenner also einfach so leicht hoch. Damit reiße ich den Lichtbogen ab und kann dann mit dem Gas nochmal wieder ein bisschen näher rangehen. Natürlich nicht berühren, sonst habe ich gleich wieder einen neuen Lichtbogen und drehe dann mein Schutzgas ab. Und das ist der Prozess und das ist auch nicht mehr und nicht weniger als dieses Gerät unterstützt. Das ist so ein ganz klassischer Lift-Arc-Schweißprozess. Eine sehr einfache Sache, aber man kann auch damit Wick schweißen. Und da schweißen wir jetzt einfach mal ein paar Beispielnähte, damit ihr seht, wie das aussehen kann und wie gut sowas sein kann. Auf dieser Keramik ist jetzt eine 7 aufgedruckt und das ist die Angabe für unser Schutzgas. Das heißt, ungefähr so 7 Liter Schutzgas die Minute. Ich nehme immer 1-2 Liter mehr zur Sicherheit, damit ich eine vernünftige Gasabdeckung habe. Ich habe in diesem Brenner hier eine 1,6 mm Wolframelektrode in Gold. Die ist schön spitz geschliffen vorne und dann kann man hier wirklich loslegen. Das Erste, was ich immer allen empfehle, ist es wirklich, kleine Strichlagen zu ziehen. Das heißt, man fängt einfach an, auf Werkstücken kleine Lagen zu ziehen, einfach den Werkstoff aufzuschmelzen. Wolframelektrode hat ungefähr so 3-4 mm Abstand. Nicht zu groß, dann hat man keine vernünftige Gasabdeckung mehr, aber auch nicht zu klein, sonst kommt man permanent mit der Wolframelektrode gegen das Werkstück. Das macht dann auch keinen Spaß. Da muss man die Wolframelektrode immer wieder nachschleifen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dann wirklich, dass man versucht, Materialien nur mit diesem Aufschmelzen miteinander zu verbinden. Das funktioniert wirklich auch sehr gut. Man hat hier eine stoffschlüssige Verbindung. Für viele Sachen reicht dieses Aufschmelzen ohne Zusatz schon völlig aus, gerade für irgendwelche kleinen Reparaturarbeiten, für irgendwelche künstlerischen Arbeiten ist das schon wirklich vollkommen ausreichend. Ergibt schon eine wirklich sehr, sehr feste Verbindung. Das nächste wäre dann, dass man anfängt, mit Zusatz das Ganze zu üben, dass man also vorsichtig den Zusatz zugibt. Mit einem Zusatz
Zusatz ist im Prinzip auch eine sehr einfache Sache. Zusatz sollte nicht zu dick gewählt werden. Ich nehme meistens 1,6 oder 2 mm, bilde ein kleines Schmelzbad, gebe in dieses Schmelzbad dann immer den Zusatz zu. Und so kann man sich dann langsam weiter fortarbeiten. Ihr findet auf meinem YouTube-Kanal unglaublich viele Videos zum Thema Wickschweißen. Da gibt es verschiedene Anleitungen. Ich verlinke hier unter auch noch was zum Wickschweißen. Und da kann man sich dann wirklich langsam rantasten. Aber das Erste ist immer was aufschmelzen. Ich habe hier mit zum Beispiel auch ein paar Kehlnähte geschweißt. Das muss auch alles andere als schlecht aussehen. Es ist eine ganz einfache Möglichkeit des Wickschweißens, aber die funktioniert. Die funktioniert ohne viel Schnickschnack. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, kann man hier mit Aluminium schweißen? Das funktioniert leider nicht. Dafür bräuchten wir ein Gerät mit Wechselstrom. Wir haben ja ein Gerät mit Gleichstrom. Mit diesem Gerät kann man leider kein Aluminium schweißen. Das funktioniert im WIG-Schweißverfahren nicht. Und die nächste Frage ist natürlich, ich habe dieses Kaltschweißen vorgeführt. Und auch das funktioniert mit diesem Gerät leider nicht. Warum funktioniert das nicht? Ist im Prinzip auch eine sehr, sehr einfache Sache. Ich habe ja hier ein Gerät ohne Hochfrequenzzündung. Das heißt, ich kann hier nur mit Kontakt zünden und dieses Kaltschweißen, dieses Cold Welding, diese sogenannte Spot-Funktion, die funktioniert ja immer mit einer Hochfrequenzzündung, mit einer kontaktlosen Zündung, und sowas kann man hier nicht nutzen, sowas kann man hier nicht installieren. Auch diese kleinen Zusatzboxen, die ich vorgestellt habe, die funktionieren leider mit so einem Gerät nicht. Jetzt wollen wir nicht nur jammern, was das Gerät nicht kann, sondern ich zeige euch auch mal richtig, richtig schöne Ergebnisse. Das heißt, ich habe eben angefangen, erstmal hier ein paar Strichlagen zu ziehen, so wie ich euch das auch wirklich als Anfänger empfehle. Ein paar Strichlagen gezogen, sieht alles andere als schlecht aus. Dann habe ich hier diese beiden Blechstreifen miteinander verschmolzen. Ich denke mal, das ist auch wirklich eine richtig schöne, herrliche Naht geworden. Gerade bei so stärkeren Materialien funktioniert das wirklich auch mit dem Lift-Arc sehr gut. Das ist ganz einfach zwei Bleche aufeinander gesetzt. Hier eine kleine Kehlnaht geschweißt. Hier habe ich auch eine Kehlnaht geschweißt. Da sind wir auch noch im stärkeren Materialbereich. Hier sind wir auch noch bei 6 mm, da habe ich mit 170 Ampere eine richtig schöne Kehlnaht geschweißt, habe die hinterher einmal so ein bisschen sauber gebürstet und die sieht wirklich auch alles andere als schlecht aus. Das ist ein Geländerrohr, 2 mm. Hier hat man immer so ein bisschen den Nachteil, wenn man hier dann den Brenner abzieht, dann kriegt man immer wie so eine leichte Endkraterpore. Aber das Schweißen an sich, das funktioniert wirklich auch gut. Das ist 2 mm Vierkantrohr. Hier habe ich ebenfalls eine Kehlnaht geschweißt. Das ist immer so ein Würfel, den ich gerne als Übungsstück empfehle, selber auch nutze. Und hier habe ich dann einfach eine Kehlnaht geschweißt. Sieht auch alles andere als schlecht aus. Und ich denke mal, diese kleinen Stücke, hier habe ich nochmal so ein bisschen Edelstahlmaterial miteinander verschweißt. Ich denke mal, diese kleinen Übungsstücke sagen auch ganz eindeutig, das Gerät kann Wickschweißen. Leider nicht so komfortabel wie ein richtiges Wickschweißgerät und leider auch nicht so komfortabel, wie man sich das gerne wünschen würde und wie das auch problemlos mit so einem Gerät möglich wäre. Vielleicht kommt das in einer der zukünftigen Versionen, aber es ist definitiv möglich und es ist ein schönes Gerät mit vielen tollen Möglichkeiten. Das Wickschweißen ist eine Möglichkeit, wenn auch eine einfache, aber es ist möglich. Hier gibt es noch eine Einstellung, die wollte ich auch noch ganz kurz erklären. Das ist die Uptime, das ist eine Startrampe, die kann ich einstellen. 1,5 bis 2 Sekunden ist da die beste Werte oder ist der beste Wert. Das heißt, wenn ich hiermit zünde mit dem Brenner, dann steigt der Strom innerhalb von 2 Sekunden langsam an. Wenn man hier wirklich auf 5, 6, 7 Sekunden das Ganze einstellt, dann ist es schwierig, mit dem Gerät noch vernünftig zu zünden. Also so 1,5 bis 2 einstellen. Und wo wir schon bei Einstellungen sind, ich habe auch zu dem Gerät mal eine schöne Werkstattkarte erstellt mit vielen Informationen und Einstellungen. Kann ich also auch wärmstens empfehlen, verlinke ich in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Und ja, wie gesagt, zu dem Wickschweißen gab es immer so viele Fragen, so viele Leute, die sich das falsche Schlauchpaket gekauft haben. Da habe ich gesagt, jetzt machst du mal ein schönes Video, zeigst das mal im Detail und erklärst das alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.